US-Steuerpläne, Trumps Russland-Affäre und die Jamaika-Gespräche. Trotz verkürzter Handelswoche in den USA mangelt es in der Thanksgiving-Woche nicht an Gesprächsthemen. Der Aufwärtstrend im DAX sei ungebrochen, sagen Experten. Zum US-Erntedankfest werden sich die internationalen Märkte Börsenexperten zufolge eine Verschnaufpause gönnen. Grundsätzlich seien die Aussichten für Aktien, vor allem für europäische, aber unverändert gut, betonte Richard Thornhill, Chefanlagestratege des weltgrößten Vermögensverwalters BlackRock. Die ausgelaufene Bilanzsaison sei positiv ausgefallen und die Weltwirtschaft wachse weiter. Auch Anlagestratege Carsten Klude vom Bankhaus MM Warburg blickt optimistisch in die Zukunft. Trotz der hohen Kurssteigerungen der vergangenen Jahre ist der DAX sowohl gegenüber der eigenen Historie als auch im Vergleich zu anderen Indizes nicht hoch bewertet. Er traue dem deutschen Leitindex mittelfristig einen Anstieg auf 14.500 Punkte zu. In der abgelaufenen Woche verlor er rund 1% auf knapp 13.000 Zähler. Da in der Thanksgiving-Woche kaum Konjunkturdaten auf dem Terminplan stünden, richteten Anleger ihre Aufmerksamkeit verstärkt auf die Verhandlungen über die Steuerpläne von US-Präsident Donald Trump, sagte DZ-Bankvolkswirtin Christine Schäfer voraus. Es wird sich sehr wahrscheinlich zeigen, ob Trump endlich eines seiner großen Wahlversprechen umsetzen kann. Ihre Kollegen von der Rabobank warnten allerdings vor überzogenen Erwartungen. Ungeachtet der Zustimmung im Repräsentantenhaus sei eine Verabschiedung im Senat keine ausgemachte Sache. Kopfschmerzen bereiteten Investoren allerdings die neuen Enthüllungen um eine angebliche russische Einflussnahme auf die US-Präsidentenwahl. Dem Wall Street Journal zufolge hat US-Sonderermittler Robert Mueller im vergangenen Monat mehrere Mitglieder aus dem Wahlkampfteam des Präsidenten vorgeladen. Laut einem Insider steht vor allem Trumps Schwiegersohn Jared Kushner im Visier der Ermittler. Die Verzögerungen bei den Gesprächen zur Bildung einer Jamaika-Koalition aus Union, FDP und Grünen in Berlin bringen Börsianer dagegen nicht aus dem Konzept. Zum einen rechneten sie mehrheitlich mit einer Einigung. Außerdem würde selbst ein Scheitern den DAX nicht von seinem Aufwärtstrend abbringen, betonte LBBW-Analyst Wolfgang Albrecht. Für einen Dämpfer bräuchte es schon mehr als innenpolitische Querelen. Zu den wenigen US-Konjunkturdaten, die in der neuen Woche auf dem Terminplan stehen, gehören die Frühindikatoren am Montag und die Auftragseingänge für langlebige US-Güter am Mittwoch. Commerzbank-Analyst Christoph Weil prognostizierte hier einen Anstieg von 1,3% im Vergleich zum Vormonat, fast dreimal so viel wie der Durchschnitt. Am Donnerstag bleibt die Wall Street wegen des traditionellen US-Familienfests Thanksgiving